Und als nächstes ein Fight im Schwergewicht zwischen Daniel Cormier und The Apex. Da sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Schwergewichtskampf geht. Ist natürlich schon ein enormer Altersunterschied zwischen diesen beiden Kämpfern. Und was Größe und Reichweite angeht, gibt es natürlich doch erhebliche Unterschiede. Und hier ist Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Heavyweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, making his professional debut here tonight. He stands 6'6" tall, weighing in at 265 pounds. Fighting out of Mecca, Saudi Arabia, the Apex. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a freestyle fighter, holding a professional record of 22 wins, 1 loss, and 1 no contest. He stands 5'11" tall, weighing in at 248 pounds. Fighting out of San Jose, California, Daniel D.C. Cormier! And when the action begins, our referee in charge, Mario Yamasaki. Und da ist auch schon der Referee, Mario Yamasaki. Wir gehen rein in diesen Fight hier im Toyota Center. Arger Angriff vom Kopf, er ist benannt. Oh, schöner Kick zum Körper. Starker Angriff hier. Ja, er trifft ihn. Der Schlag geht daneben. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Oh, er ist angeschlagen. Oh, ein klarer Wirkungstreffer. Starker Kick zum Kopf. Oh, er ist angeschlagen. Das ist das Ende. Der Kampf ist vorbei. Hier war von Anfang an zu erkennen, wie heiß er war. Er wollte den Sieg unbedingt und genauso ist er auch aufgetreten. Wirklich beeindruckend. Schauen wir uns die Wiederholung an. Hier sehen wir den Sieger dieses Kampfes. Mit einem tollen K.O. holt er sich also am Ende diesen Sieg. Und jetzt darf er sich freuen. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki is about to stop this contest at 1 minute, 7 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, the Apex. Und hier ist er, der Sieger durch K.O.